Ja, gut. Das war also das Richtige. Mann. Die Folge ist ja gespickt von schwierigen Gegnern. Oh, hallo. Was ist das denn? Genau, Dexter, hol's mal. Los, Dexter, hol her. Wow, das Dingelchen vibriert vielleicht. Oho, es vibriert. Übrigens voll, Mann. Okay. Was soll ich da jetzt von halten? Dexter, du bist versaut. Wirklich. Schäm mich, das Spiel ist eigentlich für Kinder gedacht. Ja, okay. Also, ich habe jetzt ein vibrierendes Dingelchen. Hier runter? Hier sind auf jeden Fall drei Precursor-Ops. Bitte? Ach, hier bin ich. Okay. Ach ja, ich sollte ja drei... Jetzt weiß ich wieder, ich sollte ja drei solche Eco-Kristalle, glaube ich, für ohne holen. Hat das vielleicht einer davon? Ich glaube, das war einer davon. Gut, dann holen wir mal noch die anderen zwei, wa? Ich bin dort lang gegangen, glaube ich. Dann hoffen wir mal, dass wir hier die nächsten finden. Na, klasse. Ich schätze mal, dieser Aufzug funktioniert nicht. Oh doch, er funktioniert. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut, wo sind wir denn hier? Wieder eine Umdrehplattform. Oh, das war knapp. Gut. Dort gibt's was. Hier gibt's was. Hä? Ach, von hier komme ich. Gut. Ich habe nichts gesagt. Scheiße. Also dort links ist vielleicht der erste Weg. Erstmal hier euch beiden hier mit erledigen. Ich glaube irgendwie, ich bin den dritten Weg gerade eben zuerst gegangen. So, hallo du, ich mag dich gar nicht. Weil ihr seid verdammt gute Schützen. So. Das lief doch mal ganz in Ordnung. Frösche, diesmal aber nur drei, nicht ganz so viele wie vorhin. Oh, schön hier. Wasser. Munition. Noch mehr Munition. Bin ich richtig? Ich habe Angst. Wow. Ach, noch so ein Teil. Gut, eigentlich, wenn man sich nicht allzu doof anstellt, ist das nicht so das Problem. Und wenn man weiß, wie sie funktionieren, also was man machen muss. Okay. Einfach mal warten und drauf schießen. Gut, was ist das hier? Ein Knopf, so wie es aussieht. Jo, nicht schlecht. Dadurch kommen wir immerhin weiter. Und das ist doch das Mindeste. Ach, klasse. Hey, du da, schieß. Nicht auf mich. Jack, warum bist du nicht gesprungen, ey? Oh, ich spring immer zu spät. Okay. Was ist mit denen hier los? Hm. Okay. Na, klasse. Aber ich glaube, immerhin kommen wir weiter. Leben und Munition. Und das ist auch ganz schön. Wow. Okay. Stellt die Waffe weg. Da, da, da. Timing, Timing. Und jetzt. Gut. Und jetzt. Warum nicht? Oh, das war ein Powered. Ein gepowerter Sprung. Gut. Diese Dinge kennen wir ja schon. Okay. Scheiße. Ich hab
kaum noch Leben, echt. Das finde ich gar nicht schön. Das ist ein Progressor, ich seh's doch. Gut, den habe ich runtergeschossen. Oh, hier gibt's Leben. Sehr schön. Und du noch. Ach nee, nicht noch so einer. Da hab ich jetzt ja keinen Bock drauf. Na, los doch. Okay, also wenn sie das Schild wegnehmen, dann springen. Nein, Mist. Gut. Und hiermit hat sich der nächste Block aufgetan. Und wir machen Werther das Gebirge kaputt. Hoffentlich stürzt uns das nicht ein. Gut. Die Frösche werden aber wirklich viel und gerne verwendet, wa? Das ist der letzte. Die Schädelsteine einsammeln. Ich meine, wenn schon so viele Schädelsteine da sind, kann man sie auch mitnehmen. Hier ist noch ein Precursor. Also hier sind die wirklich viel vertreten. Und ist hier das nächste? Mann, das ist mein Auge! Brennt hier was? Hm, riecht nach... verbrannten Orzel? Okay, das war dann wohl das erste. Was ist das da hinten? Sieht ja interessant aus. Können wir da hin? Ich will da oben hin, nicht hier unten. Oder es ist... Oder da gibt es den letzten. Das ist natürlich auch möglich. Jetzt müssen wir aber noch den letzten Weg finden. Gab es hier nicht irgendwo Leben? Ich glaube, da oben gab es Leben. Ja, und das müsste auch noch der letzte Weg hier sein. Gab es hier nicht irgendwo Leben? Ja, hier. Na, klasse. Okay, also wenn er oben ist, drehe ich ihn um, springe rauf. Auf den nächsten. Hier wieder. Wow. Und da ist noch so ein Rhinoceros. Davon gibt es ja aber wirklich viel in diesem Gebirge. Also nicht besonders touristenfreundlich hier. Und ein Hotel habe ich auch nirgends gesehen. Nein, schieß drauf. Drauf schießen, Jack. Und nicht sonst wohin schießen. Wow. Gut. Vorsicht, Vorsicht. Richtig auf, gut. Nein. Jack schießt auch immer irgendwo hin, wirklich. Ist gar nicht so leicht zu zielen. Gut. Aber das hat geklappt. Komm schon, Mann. Dankeschön. Und noch mehr brutales Ausstoßen von Plattformen aus Felswänden. Wem gefällt das nicht? Gut. Hey. Meine Freunde. Die einfachen Metallschädel. Gut. Hier gibt es nochmal zwei Kisten. Kisten mag ich auch. Ach, na klasse. Und lass mich raten, von diesen Felsen gibt es einfach mal unbegrenzt viele. Ich meine, wie das ja so ist in Gebirgen, da kommen dann einfach mal so unbegrenzt viele Felsen runter. Okay. Oh. Na klasse. Aber begeben wir uns auf den Weg. Weil warten hat, denke ich mal, keinen Sinn. Okay. Gibt es hier Leben drin? Leben. Danke. Das macht das Ganze natürlich noch um einiges leichter. Na klasse. Na klasse. Wie hätte ich da denn bitte schön ausweichen sollen? Okay. Hier geht es weiter. Na, jetzt wird das Springen auch noch schwerer. Na, Jack, springen. Nicht rutschen. Springen. Sagt dir das was? Okay. Wow.
Gut, gut. Nein. Ich frage mich, ob das überhaupt möglich ist, hier durchzukommen, ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Aber egal, wir sind durchgekommen, ohne zu sterben. Und damit bin ich ganz zufrieden. Nochmal Munition einsammeln. Und nochmal Umdrehplattform. Ach ja, das ist auch immer eine Freude. Gut. Damit hätten wir auch das geschafft. Na, hier kommt doch bestimmt wieder Frösche. Nein? Nichts? Oh. Okay, was ist das? Wetten, das ist der Preis? Das kleine Dingchen wird niemand vermissen. Eine meiner leichtesten Übungen. Ja. Wird je merken, dass wir hier waren. Definitiv nicht. Ich hoffe, es war nicht wichtig. Dass ihr das geschafft habt. Ornin wird in die Tiefen der Zeit nach Erklärungen zu diesen heiligen Relikten suchen. Dann komme ich wieder. Erschreck mich doch nicht so. Boah. Ich hoffe, das Ding war nicht irgendwie wichtig zur Erhaltung der Welt oder so. Nicht, dass jetzt die Erde stehen bleibt oder auf welchem Planeten wir uns hier auch immer befinden. Okay. Also, unser Job hier im Gebirge ist erledigt. Gehen wir wieder zurück und gucken mal, was es sonst noch so für Sachen für uns zu tun gibt. Ich hoffe, spaßig ist. Gut. Na, das habe ich doch sehr gut gemacht. Eine kleine Abkürzung. Das wusste ich natürlich. Das war alles geplant. Okay, zurück aus dem Gebirge. Dessen Name mir nach wie vor entfallen ist. Stadt wird erneut betreten. Und wir müssen nach Thorn. Kein Flugzeug hier. Kein Fahrzeug, meine ich. Na, gib doch her. Danke. Und begeben wir uns nach Thorn. Allerdings sicher? Okay. Ich folge jetzt einfach dem Symbol. Ich vertraue mal dem Symbol, dass es mir den richtigen und kürzesten Weg anzeigt. Und mir nicht noch eine halbe Städtetour gibt. Die Stadt werden wir ja schon noch genug sehen. Im Laufe des Let's Plays. Oh. Bremsen. Nein, nicht hoch. Bremsen, habe ich gesagt. Gut. Ach, hier sind wir jetzt wieder hier. Ich dachte, wir müssen einmal den Palast umschiffen. Und Entschuldigung. War nicht meine Absicht. Aber so haben wir einmal ein bisschen abwechslungsreichere Musik. Obwohl wir die Musik häufig gehört haben schon. Jetzt fahren wir auch mal über die Autobahn rüber. Na, erzeugen natürlich nochmal schnell Stau. Jeder Autofahrer liebt es, Stau auf der Autobahn. Nur deswegen fährt man überhaupt auf der Autobahn. Alle Autofahrer werden mir recht geben. Unfälle sind auch immer sehr gern gesehen. Auffahrunfälle sowieso. Und ohne Spurne zu formen. Achtung, eine wichtige Durchsage. Person auf der Fahrbahn. Zwischen Palast und Industriegebiet. Und ohne Spuren zu hinterlassen, entfernen wir uns wieder von Autobahn in Richtung Thorn. Ach, wir werden auch gar nicht besucht. Das ist doch schön. Und wir sind schon bei den Slums angelangt. Na, das ging nochmal schnell. Hier rechts durchfahren, fliegen, schweben, was auch immer. Und jetzt sind wir schon so gut wie bei Thorn. Thorny, Schatzi, ich komme. Na, wartest du schon sehnsüchtig auf mich?